gerade gesagt hast, unterstützen, das ist ein gutes Stichwort, denn wir haben hier einen Paten, der den Kitty Contest in diesem Jahr unterstützt hat. Der Pate. Und ja, der Pate. Und er hat kräftig die Werbetrommel gerührt. Und er ist gleichermaßen in Deutschland wie in Österreich berühmt. Und nicht nur das, man kennt ihn auch in England. Dort hat er sogar bis auf Platz 1 der Charts geschafft. Und jetzt gibt's einen brandaktuellen Vorgeschmack auf sein neuestes Album, auf sein neuestes Werk. Es ist Christmas Time und hier kommt DJ Ötzi! It's time for love and happiness. Just Santa Claus is in the house. Forget about the orange dress. Friends and family, that's what it's about. Well, I can feel it coming. Christmas time is near. The party's about to rumble in the air. Christmas time, sing along and just feel fine. Christmas time, Christmas time, all that church bells gonna chime. Folks are saying clear, Christmas time is the best time of day. Ooh, 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 ooh. Sing their holy sound. They seem to say, throw cares away. Let's get ready for the perfect day. Yeah! Well, I can feel it coming. Christmas time is near. The party's about to rumble. Es ist glatt und es fängt im Studio hier an zu schneien. Das ist unglaublich. Schön, gell? Das ist toll. Erstmal will ich sagen, dass wir uns narrisch freuen, dass du trotz eines vollen Terminkalenders Zeit hast, hierher zu kommen. Was hältst denn du von der Idee des Kitty Contest? Erstens ist die Idee ein Traum. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, wo ich noch so klein war oder wo ich noch ein kleiner DJ, ein Teenager war, sowas, habe ich so eine Chance nie gehabt. Und deswegen finde ich das auch super, dieser Konfetti bzw. dieser Kitty Contest ist für mich ganz, ganz was Besonderes, weil eben die Kleinen, die Teenager einfach was haben, wo sie ein bisschen sich austoben können und wo sie auch für die große Karriere vielleicht auch was lernen können. Wir haben ja jetzt gerade eine Welturaufführung erlebt, das ist ja unglaublich. Du hast den Titel zum ersten Mal gezeigt, präsentiert, dann auch noch vor Kids. Wann kann man denn die CD für alle zugänglich machen? Das heißt, wann gibt es sie im Handel? Also diese CD
muss ich eines dazu sagen, wir waren ja fast 3-4 Monate jetzt krank. Und also nicht wir, sondern ich. Und wir haben gar nichts mehr machen können. Und jetzt haben wir gesagt, okay, jetzt gehen wir wieder raus, jetzt geben wir wieder Gas. England hat super funktioniert, die ganze Welt kauft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die ganze Welt feiert eben mit DJ Ötzi. Und ab Montag gibt es diese CD eben im Handel. Und das freut mich eigentlich mehr als alles andere momentan. Danke vielmals, einen Riesenapplaus für DJ